Action! Yeah! Rock and roll, baby! So, liebe YouTube-Freunde, Hallöchen! Yes! Und alle Leute im Livestream, so für YouTube-Leute. Ich sag euch heute, dass wieder. Ich muss es mal sagen. Warte mal, ich muss erst mal ein Lied singen. Warte, pass auf. Und zwar. Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Counter brechen. Dann bin ich ein Star und du zielst hinter mir her. Doch dann triffst du mich nicht mehr. Ich habe das nochmal umgemodelt. Das singe ich auch nochmal auf irgendeiner Counter-Strike-Aufnahme. Ja? Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Counter brechen. Dann bin ich ein Pro und du zielst hinter mir her. Doch dann triffst du mich nicht mehr. Na, 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 na. Ja, so ungefähr war das so. Jedenfalls für YouTube, Leute, wir leben zurzeit Hypnose World. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, vielleicht ist bis dann alles gut geworden. Aber im Moment ist Hypnose World komplett im Anarchiemodus, immer noch. Ja. Komplettes Chaos, also keine richtige Zeit. Wir sind außerhalb, normalerweise Maximum war immer spätestens bis 22 Uhr. Ich komme manchmal erst um 23 Uhr und dann muss ich noch essen und dann muss ich hier und dann muss ich da. Es ist komplett, nichts läuft gerade hier bei Hypnose World. Ja, nichts. Ich komme mit den Vlogs auf den Brainstemper-Kanal nicht hinterher, weil ich habe die Videos ja schon, die müssen auch noch hochgeladen und gemacht werden. Also ich habe voll emotional gerade viel zu tun. Also ich, das ist völlig, die ganze Welt ist komplett Chaos hier bei Hypnose World. Und ich mal sehen, wie war, also ich glaube so in 2-3 Jahren, wenn man, Mensch, weißt du noch, damals war ja völlig Amok alles bei den Hypnose World. Dann gibt es vielleicht wieder ein geregelter oder gesitteteres Leben hier, keine Ahnung. Wie jetzt zum Beispiel, ja, pass auf, ich muss jetzt mal sagen, wir haben es jetzt gleich 5.20 Uhr. Ich wollte aber noch ein Spielchen machen, denn ich bin schon, heute ist eigentlich von Dienstag zum Mittwoch und ich bin jetzt schon seit 6 Stunden 43 Minuten da und habe wieder noch nichts gespielt. Und es ist aber auch nicht schlimm, weil ich habe ja noch so viel Videos Reserve. Also jetzt, wenn ihr dieses Video seht, in dem Moment haben wir noch, was habe ich gesagt? Sehr viele, keine Ahnung, waren es jetzt über 20 Videos noch Reserve oder sowas? Also wir haben noch echt viel Reserve. Und ja, ich will aber auch nicht so viele Videos gleichzeitig hochladen. Also nicht 3 Videos oder so am Tag, weil das schafft man ja gar nicht. Man will ja auch noch was anderes gucken, außer man das wollt. Ja? Man will ja vielleicht auch mal andere Sachen gucken oder so. Ja? Und deswegen wollte ich auch gar nicht so viel. Deswegen dachte ich, 2 am Tag ist schon ganz schön viel. Manchmal habe ich dann auch nur 1 bis jetzt hochgeladen, weil ich dann, wie gesagt, hatte ich dann nicht so eine Lust, einen Cover zu machen. Und ich will aber meine Covers mit Lust machen. Also so kann es auch so ein seelisches Kreativtief, kann man sagen. Also ich mache emotional total was los hier. Das ist völlig abgefahren. Ja. Jetzt fange ich noch mit dem Fahrrad. Das könnt ihr gar nicht sehen. Ich fahre ja auch im Livestream Fahrrad. Ja. Das seht ihr ja gar nicht, weil wir haben noch keine Aufnahme, wo ich Fahrrad fahre. Ich muss mal irgendeine Aufnahme machen, wo ich Fahrrad fahre und dann wahrscheinlich einen Vlog dabei machen. Auch so ein kleines, was man so schnell so in so 10 Minuten erzählen kann. Weil wir wollen ja normalerweise auf den zweiten Kanal, wollen wir ja praktisch unter 10 bleiben, unter 15, unter 20. Und alles, was dann drüber geht, sind dann Events oder halt Sonderedition und sowas. Ja. Und wie zum Beispiel das Kartenlegen. Ja, so und so. Ja. So, das wollte ich einfach mal loswerden. Ich sage, wir arbeiten aber dran, ja. Hier in der Chefetage bei Hypnose World wird dran gearbeitet, vielleicht unser Traum zu verwirklichen, mal um 19 Uhr anzufangen. Wir hatten ja mal eine Zeit lang, wo ich angefangen habe, 20 Uhr angefangen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen habe. Da war auch meine Tochter mal noch mit dabei. Wahrscheinlich deswegen hatte ich so ein geregeltes Ablaufsystem irgendwie gehabt. So, starten wir mal ETS. Gott sei Dank, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, muss leider reden, weil oben sonst bricht sich das ganze Haus wieder auf. Ich bin zufrieden, dass wir ja wenigstens jetzt schon mal wieder öfters mal ETS spielen. Das haben wir ja eine ganze Zeit, da hatten wir auch ganz wenig ETS gehabt. Kann auch wieder passieren, ja, oder keiner, im Moment spielen wir sehr wenig LOL zum Beispiel, ja. Und es ist mehr Counter-Strike, weil ich habe da tierisch Bock auf Counter-Strike gerade, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so ein hartes Ziel habe. Mein Ziel ist, Gold Nova 1 zu werden. Ja, deswegen, und wenn ich Ziele habe, dann versuche ich mich da mal festzubeißen, bis ich diese Ziele erreicht habe. Das ist deswegen. Und bei LoL ist mein Ziel aber, Main Champion zu finden. Das Problem ist, bei LoL gibt es aber über 130, 140 Champions. Also da findet man auf die Schnelle nicht den Champion fürs Leben, verstehst du? Also ich brauche ja, vor allem brauche ich ja mehrere Lane. Ich brauche ja insgesamt für jede Lane 2 Champions plus den Jungle noch. So, das macht ja 2 mal 3 macht 6, also insgesamt 8. Ich brauche 8 Champions, um praktisch optimal mit meiner Arbeit bei LoL anfangen zu können. Also praktisch meine Champions richtig lernen, den Shopbau zu finden, die Mastery dafür und alles. Und diesen Champion, die Geschichte zu kennen und direkt aus dem Schlaf sozusagen. Das heißt, ich habe tierisch Programm. Ohne die Vlogs. Ey, für die YouTube-Leute, gerade wisst ihr, wie viele Vlogs wir schon aufgeschrieben haben? Es ist unglaublich. Früher habe ich noch in dieses Heftchen, was ich hier zu liegen habe,
habe ich immer reingeschrieben, was ich alles euch noch sagen will. In letzter Zeit schreibe ich da nur noch Vlogs rein. Es werden immer mehr. Ich weiß, wann soll ich die alle machen? Das ist voll abgefahren. So, das musste einfach mal raus zwischendurch mal. Puh, wie soll ich eigentlich diesen Titel dann nennen? Ich bin mal gespannt, wie ich diesen Titel nenne. Hypnos Cosima über Hypnos Volt und den Chaos oder so heißt das wahrscheinlich dann. Da sagt jemand, spiel jetzt. Du willst mir doch nicht sagen, dass du jetzt nach sechs Jahren, sag ich schon, nach 6 Stunden nervös wirst. Also wer jetzt nach 6 Stunden nervös wird, das waren die Ärzte zu spät. Was, Ärzte? Das gibt mir das Leben. Junge. Denk dran, mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. So, und jetzt geht's ab, meine Damen und Herren. Jetzt wird Rock'n'Roll gemacht. Voll der Gaming-Kanal hier. So, klack. Naja, das ist schon ein richtiger Gaming-Kanal. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich hab einen Lenkrad, ich hab einen schönen Sitz. Jetzt fahr ich ETS und bin leicht geschwitzt. Das hat sich ja nur gereimt mit dem Geschwitz. Bin ich geschwitzt? Ich hab schon geschwitzt. Vorhin habe ich geschwitzt. Jetzt nicht mehr geschwitzt. Jetzt bin ich ausgeschwitzt. Jetzt bin ich sowas von cool. Ah, Mann. Mich erschüttert jetzt nichts mehr. Ist das alles richtig? Können wir mal starten? Okay, go. Nehm ich mich mal da. Nicht so hastig. Ich muss das lauter drehen. Ich will ja schließlich meinen Start genießen. Dieser Start wird ein leichter sein, denn dieser Start ist ETS. Ja, mit vielen Fahrern wirst du dir einig sein, denn sie mögen es so wie du. So. Was? Das hast du von Two and a Half Men, Jay. Wie jetzt? Was hat er von Two and a Half Men? Two and a Half Man. So, Moment. Hier ist irgendwas Schwarzes, meine Damen und Herren. Achso, das ist der Bot. Ich habe mich schon gefürchtet gerade. Dreht euch nicht um, die Cosi, die geht um. Psst. Und komm. Na, hey, der 7-1. Auf das Ding erstmal ein Stängeli. Übrigens, Nachtrag. Ja, Nachtrag, diese Dinger schmecken jetzt mega geil. Ich weiß, weil wo ich es erstmal probiert habe, habe ich gedacht, was ist das für eine Scheiße. Aber nach mehreren Stängeli-Forschungen ist mir aufgefallen, dass dieses Stängeli-Systems-Sorten-Möglichkeits-schmacksorientierte System hier ordentlich in den Brand reinzaubert, um dich glücklich zu machen. Lutsch an meinem Stängeli. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Achso, für die YouTube-Leute, ich fahre barfuß. Mega geil. Ja, mega geil. So, sind wir ja. So. Nicht so lange jetzt diesen LKW genießen. Ach, guck mal, steht so ein bisschen Hochkannung, ja? Naja, du auch, Kursi. Sag das mal raus. Könnt ihr auch was sehen, ja? Und jetzt los. Oh. Ah, ja. Wir sind ja hier. Geilomato, Mann. Geilomate, wir wollten ja an eine Tanke ran, wir wollten ja an eine Tanke. Jetzt soll mal Bräute abschleppen. Vielleicht haben wir Glück. Bräuteralarm, Leute. Aber wir waren ja kurz pissen gewesen, wie man so schön. Wir waren kurz austreten sozusagen. Deswegen müssen wir mal gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Ne, wir brauchen keinen Check machen, oder? Weil wir sind ja mitten auf der Straße, brauchen wir keinen Check machen. Das heißt, ich kann direkt aussteigen, oder? Ja, wir müssen noch ein Stück essen machen. Steigen wir mal aus. Nehmen wir mal rein. Du kannst ja nur aussteigen, wenn du drinnen bist. Ja? Also um auszusteigen, musst du erst mal rein gehen. Ist ja klar. So. Ach komm, lass uns trotzdem mal erstmal den LKW starten. Weil ich geh nochmal. Na, dann gehen wir nochmal raus, um wieder rein zu kommen, oder? Ja, nee, ich meine, wir gehen jetzt raus, um von draußen mal den LKW zu hören. Ach, vorher genießen wir mal das Cockpit ein bisschen. So.
Guck mal, wie schön die Sonne scheint. Guck mal, wie romantisch die Sonne scheint. Nach einem harten Arbeitstag sitzt du in deinem Cockpit. Deine Fracht wurde gerade soeben gelöscht auf dem Frachthof. Und du denkst dir nur so, es war eine schöne Fahrt. Feierabend. Jetzt geht's ab ins Hotel. Schön Spaß haben mit den Hoteldamen. Bisschen durch die Lobby flankieren. Zum Buffet. Gucken, was es was Schönes zu essen gibt. Aber vorher gehe ich noch zur Tanke. Guck, ob ich geile Schmuddelhefte bekomme. Der Tag kann nicht schöner sein. Ja. Guck mal, ist das nicht schön, diese Ruhe hier? Guck mal, wie da hinten die Gebüsche, wie das Gebüsch da hinten so sich bewegt. Ist da drüben eine Schule so? Wie schön die Sonne reinfällt ins Cockpit hier, oder? In die Kabine. Richtig schön. Was jetzt noch fehlt, ist so eine heiße Olle, die mit dem Hund läuft, oder? Eine Frau, ich meine natürlich ein. Was noch fehlt? Ja, läuft nicht irgendwo noch eine heiße Frau oder sowas? Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine heiße Frau, die mit so einem Dackel hier langläuft oder so. Oder so mit so einem Hund, oder? Oder so ein geiler Typ. So ein geiler Typ, der auf dem Motorrad kommt. Der fährt dann da hinten neben dem PKW so ran. Und der hat dann so eine Maschine, wo der Arsch so ein bisschen höher. Da siehst du halt den geilen Arsch von diesem Typen halt. Und dann steigt er so ab mit seiner Lederkluft. Sieht so natürlich total cool aus, weil er hat so einen ziemlich weiten Weg hinter sich. Der sieht so ein bisschen eingestaubt aus und so, weil er halt einen starken Weg hinter sich hat. Und dann siehst du, wie er so stiefelt da so langsam Richtung Tankes rüber. So. Ja, und du denkst ja nur so, Mann, oh Mann, was für ein Kerl. Ja, Mann. Die guten alten Folgen, von welchen Folgen redet ihr? Ja, das stimmt. Keine Sorge, Anton. Achso, die reden von Tor in der Half-Mann reden sie da. Ja, herrlich, oder? Na los, steigen wir aus, Leute. Schnapp mal ein bisschen frische Luft. La, 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 la. Zack. Oh, ich bin auf den Kopf gefallen. Oh, Herr Doktor. Wo ist er denn jetzt? Ah. Mensch, Menscheskinder. Hey, guck dir unsere geile Kiste an. Vor allen Dingen die Felgen, weil meine Maus ist immer noch so schnell. Ich hab da schon langsam, was willst du von mir? Und warum krieche ich auf den Boden rum? Habe ich Geld verloren oder was? So jetzt. Genau, lass uns erstmal, guck mal, erstmal hier hinten mal kurz. Das haben wir noch nie mal so richtig bewundern dürfen, wie es hier hinten so gebaut ist alles. Da haben sie in der Fabrik schon gut gemacht, oder? Hier haben wir nochmal einen extra Tank, oder? Was ist denn das überhaupt für ein Tank? Ist doch kein Tank hier. Hydraulikflüssigkeit? Mal guckt euch diese geilen Felgen, guck mal, wie die im Sonnenlicht glänzen so. Ich hätte übelst Lust, ein Foto zu machen, warte mal. Ja, Mann, das ist gar nicht so schlecht irgendwie so. Mach mal ein Foto. Lächeln? Ich finde der Wind da in den Bäumen weht. So, hier hinten sind unsere Raddinger zum Festmachen, dass die Räder nicht rutschen. Turbo-Diesel hinten dran, siehst du, Turbo-Diesel haben wir. Guck mal, B-Nummernschild. Ja. Ah, schon eine epige Kiste. Eine epige Kiste, warte mal, ja, von hier. Zwar ist das Sonnenlicht jetzt nicht ganz so, aber der Lack da hinten von dem Gelb glänzt so schön. Und guck mal, wie schön unsere Felgen glänzen. Mal ein Lächeln. Ja, guck mal, die gucken schon von da drüben. Die denken auch mal, was ist der Blöde oder die Blöde, die fotografiert den LKW. Na und, ihr habt keine Ahnung, Mann. Wir sind halt richtige Fahrer. Lästern sie schon wieder wahrscheinlich. Und wir lieben halt unseren LKW. Lasst uns das mal. Hört auf zu lästern, Mann. Schafft euch erstmal so einen LKW an. Der ist nämlich ganz schön teuer. Und lernt den erstmal fahren, ja. Hört mal auf zu lästern. Ich muss noch einen machen. Dann werden sie sich gleich wieder beölen da hinten. Lächeln? Warte. So. Los, gehen wir mal hin. Bisschen zügiger laufen, ne? Muss jemand Pipi? Also wenn jemand von euch Pipi muss, hier. Und jetzt alle wieder, Cosima, wo gehst du denn hin? Auf die Jungstoilette oder auf die Mädchentoilette? Warte, für die dumme Frage drehe ich mich also erstmal um. War das jetzt echt, war die Frage jetzt echt gemeint? So, oh, guck mal hier, das hat auch, guck mal, das blendet voll, oder? Mach mal ein Foto mit den Flaggen und so, mit dem LKW. Ich weiß auch nicht, ich muss ein Foto machen. Gut. An der Tank. So, pass mal auf, zwei von euch gehen mal rein. Zwei von euch gehen mal rein. Holt mal wieder
drei Currywürste, doppelte Portion Pommes. Und dann, also könnt ihr fragen, ob es das hier in Schweden überhaupt gibt. Also drei Currywürste, doppelte Portion Pommes, Currywürste schön scharf, Pommes mit Mayo und Würste mit Ketchup dazu und dann extra einpackt bitte zwei Kirschstreusel bitte. Und guck mal einmal, drei kleine Schmuddelhefte, Limited Edition und drei große, okay? Ich guck derweil, was da rumbaggern hier ist. Also. Mal jetzt kurz das wegschmeißen. So. Mal Ordnung muss sein. Was gibt es hier eigentlich noch zu essen? Gibt es das im Angebot? Oh. Habt ihr gesehen? So, wir gehen mal vorsichtig. Lamsang. Lamsanger. Guck mal. Muss aufpassen, dass die da drüben nicht gucken. Wir tun so, als ob wir auf das Schild gucken, okay? Oh. Wir tun so, als ob wir auf das Schild gucken. Was gibt's denn heute so? Ich guck aber auf die Beine. Komm, wir machen uns mal bemerkbar. Nein, nicht so. Ich glaube, eben hat sie geguckt. Und sie ist nervös. Wartet sie auf ihren Freund oder sowas? Jetzt guckt sie. Wollen wir die anquatschen oder nicht? Die sieht schon geil aus, oder? Richtig geiles Eisen, sag ich euch. Wollen wir die jetzt anquatschen? Dann wird die wahrscheinlich... Na, wir lassen mal lieber, oder? Aber ich hätte schon Bock. Und die ist blond, ist eine blonde Mann. Na, wir gehen mal lieber. Bevor jetzt der Tankwart kommt und uns hier wegen Spannerei rausschmeißt oder so. Ich hätte die schon gerne angebaggert. Sag mal, warum laufe ich denn so lange? Habe ich so eine lange Latte, dass ich so lange laufe oder was? Oh, ich laufe mal ein bisschen zügiger, wir haben es eilig eigentlich. Oh, guck mal das Bild, wie das schön glitzert und glänzt und so. Und es sieht nach. Komm, wir machen noch ein Foto. Lächeln. Guck mal hier, das hat da, ey, das hat irgendwie was. Ich weiß nicht warum, ich muss das fotografieren. Lächeln. Ja, rein in unsere Kiste hier. Immerhin haben wir eine geile Blonde gesehen. Start mal. Psst. Yeah! Übrigens, bei YouTube hat mich jemand abonniert, da war ich bei denen drauf gewesen und der hat so einen LKW gefahren. Den muss ich euch mal zeigen. Also das Video. Ey, richtig geiler LKW-Sound. Richtig übelst geiler LKW-Sound. Den muss ich euch unbedingt mal zeigen, von wo ich das Video gesehen habe. Mal langsam losfahren, oder? Das habe ich. Jetzt passt es gerade nicht, aber irgendwann muss ich den mal zeigen. Ich muss, glaube ich, auch noch Dings zeigen hier. Wie hieß er nochmal? Irgendwas mit Pokémon-Dings oder so. Weil der sein Cockpit selber gebaut hat. Den muss ich auch noch zeigen, aber habe ich auch noch nicht gemacht. Ey, was wir alles. Wir haben echt eine Menge zu tun, oder? Also an Arbeit mangelt uns das hier nicht. Also wir haben so viel zu tun bei Hypnos World. Achso, da kommt er ja. Ich hatte euch vor lauter Weibern, hier habe ich euch ganz vergessen. Dann kommt mal, steigt mal ein. Oh, wir sind gerade über uns rübergefahren. So, alle einsteigen, ich gucke derweil nochmal. Guck mal hier, ich sitze hier im LKW. Willst du mitfahren? Nein. Oh, die guckt schon da drüben. Ach, jetzt hat sie geguckt. Na, guck mal, die steht auf LKWs, glaube ich, da, die da sitzt. Ah, die sitzt ja mit zwei Typen da, oder? Sind das zwei Frauen? Da haben wir keine Chance, oder? Aber guck mal, die sitzt da alleine da. Oh, wäre schon eine Möglichkeit, oder? Wäre schon eine Partie. Sieht doch geil gestylt aus. Jetzt guckt sie. Naja. Kollege. So, drinnen, mach Tür zu. Komm mal los. Da sitzt ja noch einer am Tisch. Das ist ein Typ, oder? Guck da jetzt nicht so hin, Mann. Jetzt guck da nicht so hin. So, wir müssen ja zum Hotel. Reit mal vom Hof. Eigentlich wollten wir ja tanken. Vor lauter Bräute habe ich das Tanken wieder vergessen. Ja, warte mal. Wenn ich nicht tanke, dann... Naja, vor lauter Bräut habe ich jetzt das Tanken vergessen. Gut, wir müssen zum Hotel.
Naja, haben wir noch ein bisschen Sprit ist ja noch drin. Wo ist denn jetzt das Hotel hier? Du da? Du bist Hotel, oder? Du bist Hotel. Oh, da müssen wir ein Stück fahren. Ist da hinten echt das Hotel? Kommt jemand? Ja. Achso. Blinken wir mal, ne? Man kann ja nie wissen. So. Vorsicht, ich komme jetzt rauf auf der Straße hier. Muss anquatschen, wird sie eh nicht mehr wiedersehen im Leben. Doch, doch, doch. Nee, nee, wir quatschen nicht einfach nur so an. So, wir müssen geradeaus, oder? Warte mal, lass mich mal kurz fragen. Oh, na, wie weiter? Oh, wie lange die Ampel grün war, geil. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber den kenne ich. Den kennen wir hier. Deswegen muss man grüßen. Wir müssen gucken, ob wir ein paar. Ah, hier. Ich sag ja, im Schweden musst du ausschalten. Hier siehst du ab und zu ein paar coole Bräute hier und so. Coole Bräute mit am Start. Yeah. Und wo fahren wir hier hin? In der Walachei? Wo fahren wir denn hier hin, Herr Doktor, Mensch? So spannend das Leben. Nee, nee. Autsch! Ach ja. Ach hier. Wir fahren aber von hinten ruf. Von hinten ruf, wie der Berliner sagt, oder? Von der anderen Seite. Ach, Schweden, ist das nicht schön, ja Leute. Ist das nicht schön. Oh, da kommt ein Kollege. Wollen wir den noch vorbeilassen? Ah ne, da kommt gar nicht. Schade. Hinter mir. Hinter mir schon wieder so ein PKW fahren. Immer mit der Ruhe, Kollege, ja. Ich hab geblinkt. Na Kollege, kommst du mit rauf aufs Hotel? Ne? So, ich bring euch schon mal zum Hotel, dann könnt ihr aussteigen. Oh, da steht der. Hey, warte mal, ist meine Dings wieder da? Oh, vor lauter Bräut hier, bist du ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Oh, fahr bloß nicht gegen den PKW, sonst kriegen wir ja noch ein Hotel vom. Guck mal da. Hat sich aber nicht so schick gemacht. So, steck mal alle aus. Ich pack dann die Kiste noch. Bestell mal für mich eine Suite mit. Ich nehme die grüne Suite diesmal. Die Präsidenten-Suite, okay? Da hinten steht sie wieder am Schild. Das ist aber diesmal eine andere. Ich hatte ja schon zweimal versucht, eine anzubaggern, die da steht. Ist ja jedes Mal schief gegangen. Zwei oder dreimal habe ich schon eine angebaggert. Aber es jedes Mal ging das ganz böse nach hinten los. Weil ich habe mich da nicht so getraut, weil da am Tisch saßen dann so eine Spannertüte. Na, deswegen. Seid ihr ausgestiegen? Oh, ist Tür zu, ja. Wenn ich das hier losfahre und die Tür ist noch offen. So. So, stellen wir uns erstmal hier hin. So, und viele fragen ja immer, Cosima, wo ist denn die schwarze Hand? So, die schwarze Hand ist genau hier entstanden. Ich zeige euch das mal. Bum. Das ist der Stopp. Darmabteilung. Noch ein Stück zurück. Ich zeige euch mal die schwarze Hand. Na, 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 na. Ach, komme ich so nicht hin, oder was? Doch. Da, könnt ihr sie sehen? Warte mal, ich stelle mal die Kiste ab. Oh, ich bin gut reingefahren, oder? Kann man so stehen lassen. Was für, boah, was für Lichtkegel. Motor aus. So, kann ich mal eine Runde pennen. Hier, da hinten könnt ihr die schwarze Hand sehen auf dem Schild. So ist, und die schwarze Hand, die ist in ganz Schweden vertreten, ja. Das ist eine epische Geschichte. Da müsst ihr euch die anderen Videos angucken. Da ist die schwarze Hand entstanden. Daher kommt die. Da kommt die her. Von dem Schild da. Da, 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 da. Wir sind wieder in Schweden. Hier ist es ganz schön. Ich könnte den ganzen Tag nur noch stöhnen. Ah ja, irgendwann müssen wir uns mal das Haus wieder ganz angucken. Dass wir mal wieder einmal rumlaufen und so. Das haben wir ja schon mal gemacht. Dabei haben wir interessante Dinge festgestellt. Aber nicht jetzt, wir haben keine Zeit. Wir haben heute keine Zeit dafür. Okay.
Zurück in die Kabine und raus. Dann gehen wir erstmal raus und schlafen eine Runde. Schnarch, schnarch, schnarch. Schnarch, schnarch. Oh, wir werden ja jetzt schon wach. Wir jetzt schon? Um 3 Uhr 37 mitten in der Nacht werden wir wach. Na sag mal, was hat uns denn geweckt? Doch nicht etwa der Hunger auf eine wunderschöne Königsberger Klopse-Motel? Denn hier gibt es nämlich noch Königsberger Klopse mit Kapernsoße und Kartoffeln und alles. Oh, ist Licht angegangen. Ich glaube, die sind. Ich habe wieder mal zufällig alle wach gemacht. Hypnos Walt ist in der Haus. Wenn Hypnos Walt in der Haus ist, dann wird nicht geschlafen. Los, anquatschen. Nein, achso, das habe ich noch gelesen. Cool, der Chat ist eingeschlafen. Das ist gut, endlich. Ich habe sie geschafft. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Warum muss ich mir jetzt die Augen reiben? Werde doch nicht müde werden, sag mal. Habe ich einen Schwachpunkt? Nein. So, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, was der Frachtmarkt für uns verrat. Weil der hat sich immer noch die Route gemerkt. Sehr seltsam. Warum hast du dir die Route gemerkt? Naja, gut, muss man nicht verstehen. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Wir haben eigentlich gar keine Träume, oder? Ach doch, nee, wir wollten ja nach Örebro. Das heißt, nach Kalmar müssen wir. Oh, oh, oh. Entweder nach Kalmar. Oder nach Wixi, Wixi. Nach Wixi, Wixi. So oder so geht's nach Linköping oder Linköping. Nach Linköping, so oder so. Obwohl wir sind anscheinend noch nie die Route von Kalmar nach Linköping gefahren. Die Route ist anscheinend komplett in Grau. Das ist eine sehr interessante Feststellung. Nee, wir versuchen nach Wixi, Wixi, Waxi oder Kalmar ist unser Ziel. Okay, mehr schaffen wir heute sowieso nicht. Ist ja schon sehr spät bei uns. Da, 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 da. Muss ich schlafen gehen? Wünsche dir unter den Schatten einen. Ja, Jay, schlaf schön, Mann. So, was haben wir gesagt? Kalmar und Wix, Wix, irgendwas mit Wixen oder so. Kalmar und Wixen, so bin jetzt mal schlafen. Ja, Schalki, schlaf hier ein Trümmerchen. Ja, wir machen nicht lange. Ich mache eine Fahrt und dann ist auch schon wieder leider sehr, sehr spät. Aber ich muss noch ein Video machen, Mann. Lass mal einen Hubschrauber fliegen. Ja. Kann ich nicht, früher das mal, ich hatte die Maus ab. Ah, jetzt so rum. Wollte gerade sagen, früher ging es mal mit Maus ab. Ulzylüten, 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 wo will. Ulzylüten, sag mal, alles nach Ulzylüten? Karlskrona. Was denn? Alten? Nee, dann schlafe ich weiter. Ich stehe doch nicht. Um wie viel Uhr war das gewesen? Na, geh mal raus, ja. Geh mal raus! Ich stehe doch nicht nachts um 3.39 Uhr auf, um Altkunststoff zu fahren. Sehe ich so aus, Alter? Ich bin hier im 7-Sterne-Hotel in der Präsidenten-Suite mit zwei geilen Miezen, die an der Table-Stange für mich getanzt haben, alles. Und dann soll ich nachts um 3.40 Uhr aufsteigen und irgendeinen scheiß Altgelumpe fahren? Sehe ich so blöd aus, oder was? Das kann jemand anders fahren. Jemand von denen, die noch nicht selbstständig sind. Ich bin sein selbstständiger Fahrer, Mann. Wir sind eine Firma. Wir sind die Mafia. Wir sind die schwarze Hand. Und ich soll Altkunststoff. Bist du bescheuert? Gib mir mal einen Hubschrauber, du Vogel. So. Weiter schlafen. Ich drehe mich wieder um, weil mein PDA hat, glaube ich, gerade gesponnen, was ich da gesehen habe. Ich habe wahrscheinlich gedacht, ich träume, deswegen schlafe ich jetzt weiter. Schnarch, 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 schnarch. Und um 12 Uhr in der Früh denken wir so, war das eine schöne Nacht. So, mal sehen, mal gucken. Der Tag erwacht. Wunderschönes Schwedenwetter. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, und zwar zu unserem PDA, um zu gucken, ob wir vielleicht eine wunderschöne Fracht bekommen. Bitte, bitte. Ich esse auch mein Stängli brav auf. Und dann gibt mir mal eine schöne Fracht, okay? Nils, Itzigiten, Rostock, Rostock, Rostock. Hör mal auf, das mal. Gib mir mal hier Kalmar und diese komische Wix-Ding da. Helsingborg. Nö, Mann. Da, Kalmar. Getriebe? Nicht mal Getreide? Gadang, Gadang, Kalmar, was ist das? Saatgut. Big Bags. Nee, Wichse. Glasscheiben. Nur noch 4 Minuten kannst du verändern. Gut, dass ich das mal gesehen habe. Kannst du schon mal eine Tonne treten. 5 Minuten? Ja, ist ja alles schon abgelaufen.
6 Minuten. Hä? Was ist hier eigentlich los in 6 Minuten? Das schaffe ich aber gar nicht in 6 Minuten. Was? 33 Tonnen? Alter, der LKW schafft gerade mal 24 oder sowas. Eigentlich nur 21. 33 Tonnen? Ey, das Ding sieht ja aus wie ein... Das... Alter, ich hab einen 360 PS LKW. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Na, ich fahr... Das fahr ich. Das will ich jetzt wissen. Zu dem Box. Habe ich mich verguckt oder so? Nee, 33 Tonnen? Was ist denn so für ein Auflieger? Sag mal? Der sieht ja so lang aus. Das ist doch nicht normal, dieser Auflieger. Ey, das muss ich fahren. Das tue ich mir jetzt an. Das ist noch eine Stunde. Und dann, das wird der Manöver. Das will ich jetzt wissen. Wie viele Kilometer sind das? 100? Das machen wir. Was denn jetzt? Ey, das hatte ich noch nie gehabt. Was ist denn das? Ich spiele seit 1 Jahr und 5 Monate spiele ich ETS und hatte noch nie dieses Bild. Du beabsichtigst, einen Schwertransport zu übernehmen. Wirf einen Blick auf die momentane Ausführung deines LKWs, um sicher zu sein, dass du es der Aufgabe überwältigst. Hey, ich hatte es noch nie gehabt, dieses Bild. Ich habe es ja selber gesagt, weil 33 Tonnen ist schon eine heftige Kiste. Das habe ich sogar selber gemacht. Das vor allen Dingen der Spruch kommt, das habe ich noch nie gesehen. Was heißt denn das jetzt? Standardgut? Schwergut. Da steht ja ein Ausrufezeichen. Dieser Parameter ist wichtig für Schwerguttransporte. Ach, kick mal einer an. Also Gelände kann ich mit dem nicht so fahren. Also ich kann am meisten Standardgut fahren, ja? Am wenigsten kann ich Schwergut fahren. Das wär's doch mal, oder? Ich mach das jetzt. Ich meine, man muss ja sein LKW mal bis ans Limit bringen, oder? Navi-Ziel, nächstes Werkstatt. Navi-Ziel, nächste Werkstatt. So nach dem Motto, rüste mal dein LKW noch nach. Alter, wir sind Profahrer. Wir fahren mit dem LKW, fahren wir jetzt diese 33 Tonnen. Das mache ich, Alter. Das mache ich. Alter, los. Wir holen uns diese Fracht. So, alle einsteigen. Beeilung, Beeilung, meine Herren. Bitte mal alle ein bisschen Gas geben. Seid alle drin? Tür zu. Los. Da fahr mal einen 7. Gang an, Kurs. Ja, mache ich. Danke. Oh, Alter Schwede, geht schon los. Muss das los? Wir haben keine Zeit so viel. Oh, hör mal auf mich zu ärgern. Jetzt 4. Gang und rein in die Spur. Ich hätte mal nach rechts schauen sollen. Fahrfehler. Gang rein und Action. Quäl mal den LKW, Kosi. Ja, bin dabei. Schneller, schneller, schneller. Ich muss die Fracht bekommen. Das wird witzig. Was ist denn hier? Ein Kreisverkehr. Sag mal, LKW, was ist denn los mit dir jetzt? Ja, fahr mal noch die Laterne. Kosi mal verwirrt gerade. Sag mal, haben die Straßen hier enger gemacht oder ist mein LKW breiter geworden? So, jetzt aber schnell. Da sind wir schon. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Warte mal, hier müssen wir rein. Mal hier. Also erstmal hier, okay. Mensch. Hör mal auf jetzt. Komm ich rum? Wie später was? Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hätte fast morgen gesagt.
So, haben wir bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, hoffentlich kriegen wir den Auftrag überhaupt. Was ist denn das? Getränke da. Ach, jetzt habe ich auf einmal Kalmar. Du Ratte, du. Auf einmal ist Kalmar. Ja, war wahrscheinlich die 5 Minuten. Ah, ne, nur noch eine Minute. Ich könnte den sogar auch noch Getriebe. Ich fahre aber dann. Ne, wir fahren jetzt die 33 Tonnen. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen, Alter, Digga. Das will ich jetzt wissen. 33. Ich fahre David gegen Goliath wird es jetzt. Fortfahren. Ich hab den. Steht bereit. Fahre zum. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Ich sag, morgen welches macht sich so dick, hab gar keinen Platz mehr. Hallöchen alle Neuen und Hallöchen Dings hier, Bavarian. Ja, rate mal, ich hab jetzt keine, ich muss jetzt gleich rein. Da ist er. Ach du Scheiße, Alter. Oh weia, Alter. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen aus diesem... Ach du Scheiße. Meine Damen und Herren, Hypnos Vault befindet sich auf einer Next Mission. So, geht ihr mal schon mal raus, alle? Na gut, Sonnenschein, wenn du sowieso keinen Platz hast, dann geh du mal die Frachtpapiere holen. Zieh dir mal Schuhe, einen kurzen Rock an, ohne Slip, aber mit Nylons. Dazu ein leicht transparentes Oberteil und ein Schleifchen in den Haare und barfuß kannst du gehen. So, dann geh mal los. Ich werde versuchen, derweile das Monster anzuhängen hier. Aber ich grüße nochmal den Pförtner hier. Alles klar, Digga? Schön warm heute, ne? Ja, schönes Wetter. Das ist er gar nicht, oder? Ach, das ist noch eine Kiste weit. Ja, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen, Alter? Alter Schwede, das wird die Fracht des Jahrhunderts. Das, oh, vor allen Dingen vorne andocken. Wie soll ich denn da andocken? Alter, wie soll ich denn da andocken? Ich komme gar nicht mit dem scheiß LKW da rum. Oh, das wird jetzt interessant. Ja, das muss ich auf den Titel haben. 33 Tonnen gegen 360 PS. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Und ich komme da vorne gar nicht raus. Wie soll ich denn da rausfahren? Komm, was ist? Muss ja gehen, sonst kann man ja sowas, wird es ja sowas nicht gehen. Also muss es ja irgendwie gehen. Oder denn nicht? Den Schatten sehe ich schon mal. das wird verdammt eng. Na, sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man ja schon mal, zumindest schon mal an den LKW ran. Kann ich den überhaupt annehmen, den LKW? Das fehlt mir noch. Alter Schwede, ich habe jetzt 33 Tonnen dran. Ich habe jetzt echt 33 Tonnen hinten dran. Ne? Ey, wie geht denn das? Wie kann ich denn den jetzt fahren? Da muss ich mal eine Kurve hinten machen. Jetzt muss ich rausgucken, das habe ich ja noch. Da muss ich eine Biege einmal rummachen. Geht das überhaupt? Alter, ich habe 33... Das muss ich fotografieren. Das glaubt mir ja gar keiner. Das muss ich fotografieren. Aber ich muss erst mal rausfahren. Ich fotografiere trotzdem. Mach erstmal Foto. Lächeln mal. Lächeln. David gegen Goliath, Leute. 360 PS mit 33 Tonnen. Das wird das Fahrding des Jahrhunderts. Vor allem das vorm Schlafengehen. Ich wollte eigentlich jetzt keinen Marathon... Lächeln. Ich denke mal, wir fahren bis zur Tankwand, da locken wir uns erstmal. Das ist ja, das ist ein Zweiteiler, das Ding. Das wird ein Zweiteiler. Wir kommen wahrscheinlich nicht pünktlich nach Hause, aber ich fahre jetzt erstmal rechts rum. Und dann müssen wir halt mal ein Foto machen, richtig. Ich wusste schon immer, dass Cosi LKW-Fahrer werden wollte. Oh, die Polizei. Lass mal vorsichtig rausziehen. Weil wir kommen, stoßen uns gegen den LKW, gegen den Auflieger, gegen den anderen, glaube ich. Gib mir meine Gänge, Mann. Ich brauche meine Gänge. Ich höre die zwar, aber trotzdem.
Oh, ey, wie der zieht. Ich glaube, ich spür's schon. Dicht am Zaun vorbei. Reißt bloß nicht den Spiegel ab. Der war teuer. Das ist eine Limit Edition sozusagen. Ich frage mich, ob wir hier einmal rumfahren können. Das wäre natürlich mega geil. Aber trotzdem, wie kommen wir jetzt raus diesem scheiß Fuhrdings runter hier? Kollege, guck mal hier. Hey, guck mal hinter mir. 33 Tonnen, Digga. So, warte mal, immer mal kurz aussteigen. Ne, da kommen wir nicht rum. Ja. Wäre auch zu schön gewesen. So, wir stellen das Ding mal schön in die Sonne. Lass mal kurz aussteigen. Aber wir haben nicht viel Zeit, glaube ich. Aber egal, dann kommen wir halt zu spät. Weil das ist sowieso, ich glaube, hier ist eher der interessante Teil. 360 PS gegen 33 Tonnen. Oh, ich bin unter dem LKW. Utsch. Zeig mal her. Oh! Alter Schwede, guck dir das an. Alter Schwede. Erstmal so hier. Lächeln. 33 Tonnen. Da, 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 33 Tonnen. Für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, dieser LKW zieht keine 33 Tonnen, wollte ich noch. Also normalerweise, das können jetzt nur Insider verstehen. Das verstehen jetzt nur Insider. Lächeln. Normalerweise ist es ein Unding, dass ich mit dem LKW 33 Tonnen fahre eigentlich. Deswegen kam auch zum ersten Mal so eine Anzeige. Ich hatte noch nie so eine Anzeige gehört. Das halt irgendwie sieht schnittig aus, oder? Ich mache mal von hier, obwohl man nicht in der zweiten Auflieger sehen kann. Egal. Welche? Weil das ist einfach mal so ein... Hui! Nee, das sieht uncool aus. Hamsang! Hamsang! Mach mal so, dass man. Auf jeden Fall braucht man ein langes Bild. Aber vielleicht ein Stück weiter ran. Ja. Das sieht so richtig frachthofmäßig aus. Ein richtiges Frachthofbild, kann man sagen. Welche? Aber es ist noch nicht so der Hit, oder? Es fehlt noch ein bisschen was. Warte, ich renne mal kurz. Kurz gebremst. Dank guter Tonschuh. Ja, so vielleicht noch. Ja, ja. Ach du Scheiße, das ist ein Doppelauflieger eigentlich. Cosima, ich fahre zum ersten Mal einen Doppelauflieger. Ich bin noch nie ein Doppelauflieger gefahren. Ich muss mal gucken, ob es sind zwei Scharniere, oder? Zeig mal ein Lächeln. Zeig mal die Mitte hier. Tatsächlich, ich fahre einen Achser, also ich fahre einen Doppelauflieger. Bin ich noch nie gefahren. So, und da hinten kommen wir nicht rum. Mal das. Oh, warte mal, das war noch ein tolles Bild. Ja, lächeln. Ich hatte es ja schon mal gesagt, aber für die YouTube-Leute, wir haben jetzt über 2000 Bilder gemacht. So, dann mal los. Unser Hauptproblem, was wir haben, wir müssen auf die Straße kommen. Weil wir haben jetzt einen ziemlich langen, kann man sagen. Ja, Mann, ich habe einen ganz schön langen und großen. Und dann ist unser Problem, auf den anderen Frachthof wahrscheinlich wieder raufzukommen. Also auf jeden Fall müssen wir erstmal runter von dem Hof hier. Das ist unser Hauptproblem erstmal. Im Moment sieht er ganz gut. Das sieht eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich habe das eingestellt, dass er eine realistische Dingsbumse hat und so. So, jetzt ein Fehler und die Kacke ist am Dampfen. Ich komme da nicht quer. Komme ich da quer raus einfach oder fahre ich einfach... Ah, ich muss jetzt... Nee, nicht so fahren. Ja, so. Du musst direkt... Nee, warte mal. Ich muss, glaube ich... Ich habe noch nie... So einen Schwenk machen und dann so rumziehen irgendwie oder so. Mal sehen. Ich habe noch nie einen Doppelauflieger... Bin noch nie einen Doppelauflieger gefahren. Seit wann kommt ein Doppelauflieger? Voll geil. Das ist ja voll geil, Mann. Das ist ja mal voll die Herausforderung. Ich komme auf jeden Fall nicht pünktlich. Alter, wie viel Auflieger habe ich da hinten dran? 8000 Kilometer. Oh, das wird ein hartes Brot, sage ich euch. Ach du Scheiße, Alter. Voll geilomato. Jetzt lerne ich LKW fahren, glaube ich. Scheiße, ich habe einen Auflieger hinten mit dran noch. Das ist voll geil, Alter.
Die Fracht wird niemals ankommen. Sie kommt niemals an. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Aber das ist ein ewig langer Kutter hier. Oder wende ich da hinten einfach? Vor allen Dingen rückwärts fahren mit diesen zwei Aufliegern. Das wird auch nochmal ein interessantes Ding. Ich glaube, ich wende da hinten einmal rum und komme dann hier gerade wieder raus. Aber selbst wenn ich gerade rauskomme, komme ich da vorne nicht rum. Die Ausfahrt ist viel zu klein dafür. Man kommt ja gar nicht raus. Komme ich hier rum? Ich probiere mal hier rum. Oh Mann, ich habe Angst. Ich drehe erstmal eine große. Das wird eine richtig spannende Kiste hier. Oh, sieht doch ganz gut aus. Wow, Alter, ich habe voll den fetten Laster, sage ich euch. Ja, man sollte jetzt hier gleich noch nicht gleich rumziehen, nicht zu früh. Kann ich da eine große Biege drehen? Dann fahren wir so ein bisschen. Ja, genau, ich drehe einfach hier eine schöne Biege. Dann haben wir schon mal das erste Problem, glaube ich, gelöst. Das sieht schon mal recht nice aus. Schöne große Biege drehen. Ja, ja, locker. Das kriegen wir locker. Also das erste Problem haben wir schon mal gelöst. So, jetzt einfach eine schöne Biege drehen. Guck mal, das war ein Feuer gefahren. Alter Schwede. Das ist mein Er. Na, ich glaube, das macht sich bemerkbar, die zwei, dass ich 33 Tonnen habe. Also der Iwiko hätte jetzt wahrscheinlich noch mehr abgekotzt mit 320. Mit, was war das? 320 Personen? So, das haben wir schon mal geregelt, oder? Das sieht so schon mal ganz gut aus. So, der nächste Stress ist jetzt auf die Straße zu kommen. Wir müssen nach links. Das heißt, wir müssen sowieso nach von rechts rausfahren irgendwie so. Wow, da geht sogar der Motor andauernd aus. Ach du Scheiße, der Motor geht da sogar. Okay, wir müssen von ganz. Wow, warum lässt du den Motor immer absaufen? Was ist mit dir los? Mal, Digga, alles klar. So, Achtung. Diesmal kommt wirklich ein schwerer Transporter auf die Straße. Fahr bloß nicht die Spiegel ab. Und, alles gut hier? Na, Kollege. Na, Digga, hier, guck mal hinten. Na, voll geil, Mann. Alter Volvo-Fahrer, du. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen über den Rand steilen, denke ich mal. Da muss ich über den Rand steilen. Boah, sieht aber recht nice aus. Aber da müssen wir ein bisschen mal über den Rand steigen. Ohne, aber die Laterne lassen wir noch stehen, oder? Hey, pro, Alter, voll pro. Das heißt, jedes Abbiegen wird jetzt ein bisschen, naja, schwieriger, muss ich mal sagen. Sieht doch schon mal richtig gut aus. So, Vorsicht bitte. Muss mich beeilen, bevor der Kollege... Kollege Schnürschuhe. Hey, warte mal, Kollege, hallo. Würde mich schon aufregen da hinten. So. Gut, das haben wir. Ich darf bloß jetzt nicht vergessen, dass ich noch einen Auflieger hinten dran habe. An dem Auflieger. Wenn wir erstmal lange Straße fahren, dann geht. Oh, Kreisverkehr. Ach du Scheiße. Wie komme ich jetzt durch den Kreisverkehr mit dem Ding? Cosima macht Fahrschule. Da hilft nur eins, erstmal einen Schluck Kaffee. Aber ich muss da. Also. Moment, ich muss mehr trinken. Warte, noch mehr. Ich muss noch mehr trinken. Ich muss jetzt durch diesen Kreisverkehr. Mit einem episch langen LKW. Wow, was ist ein Erlebnis, Junge. Davon werde ich heute Nacht träumen wahrscheinlich.
Seit wann streamst du schon? Keine Ahnung, aber ich streame auf jeden Fall seit 7 Stunden, 30 Minuten. Und sie sagt, ich finde es putzig, wie sie den Kopf hin und her bewegt. Muss ich doch, Mann, ich sitze im LKW. Warte, ich wusste doch schon immer, das habe ich noch gelesen. Okay, Leute, geht los, haltet euch bitte fest und schnallt euch mal an. Seid angeschnallt? Weil ich weiß nicht, was passiert hier. Schnallt euch mal an, bitte. Müsst ihr sowieso es anschnallen. Pass auf, der Frau mit dem Kinderwagen hier. So, Kollege. Ja, ja. Nun fahr schon. Geht nicht mehr, wa? Na, ich kann jetzt nicht zurücksetzen. Ey, sag mal. Ja, fahr mir mal noch eine Dellerin. Du Sohn, du. Amateur mit deinem einen Auflieger. Na hier, ich fahr Pro. Ich fahr jetzt Pro. Achtung, Schwerlasttransporter ist in Kreismodus, in Rundmodus hier. Oh. Siehst du schon mal? Ich habe besondere Rechte jetzt, oder? Ich habe ja besondere Rechte, weil ich jetzt ein Schwerlasttransporter bin und so. Gott sei Dank stehen da keine Blumen. Achtung, Zebrastreifen. Komm mal sauber durch. Sieht gut aus, oder? Ja. Boah, zieht aber, man merkt es. Man merkt die 33 Tonnen. Aber er zieht noch recht gut, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass er schlimmer zieht. Das geht. Also, ich weiß nicht. Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas, dass sich irgendwas verstellt hat, dass es dadurch jetzt leichter alles wird. Ich hoffe, dass der immer noch richtig so wie halt so real das macht. Also mit dem Iveco war es zum Beispiel ganz schwer gewesen. Zum Beispiel, den Berg hochkommen. Oh, 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 oh. Ich muss mit 33 Tonnen den Berg irgendwo bestimmt irgendwo hochfahren. Um auf die Autobahn bestimmt zu kommen oder so. Aber ist ja rot. Hier ist ja rot. Wer hat denn hier eine Ampel hingestellt, Mann? Und ich muss hier abbiegen. Oh, ich muss hier abbiegen. Gut, dass ich die schon immer jetzt geübt habe, einen großen Winkel zu fahren. Warum rollt denn der LKW eigentlich rückwärts? Das ist scheiße. Da muss ich Feststellbremse machen. Und? Ich hab's gewusst. Feststellbremse? Oh, gerade noch das Spiel mit der Kupplung sozusagen. Musst du, geh mir mal auf den Sack mit dem Blinker, bitte. Ja, zieht doch schön nach, oder? Ja, zieht schön nach. Jetzt Lichter machen. Na, läuft. Läuft, Leute. Es läuft. Nee, die sind alle, der Chat, die sollen ja auch alle schlafen gehen. Es soll jetzt keiner mehr schreiben, sondern die sollen alle schlafen gehen. Außerdem ist der Rest wahrscheinlich total hypnotisiert von meiner Fahrweise gerade. Von meiner hervorragenden Fahrweise. Oh, die Polizei. Oh, 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 nein, oh, nein. Ja, nein. Alter, die Straße schaffe ich nicht. Das ist voll eng mit dem Abbiegen hier. Ach du Scheiße, er rollt rückwärts. Alter, willkommen in the Iveco-Modus. Nee, das war der Renault, der immer ausgegangen ist, oder? Nee, das war der Scania, war das, glaube ich. Nee, war es der Renault oder der Scania? Alter, Blinker. Blinker, ärgere mich mal bitte. So, jetzt hört mal bitte alle auf zu fahren. Hier kommt jetzt ein Schwerlasttransporter auf die Straße. Achtung. Ich muss jetzt hier, ich brauche wirklich Platz. Ich brauche hier wirklich Platz jetzt. Bleiben Sie mal bitte alle stehen jetzt. Hallo. Na toll. Ey, du Idiot. Habe ich nicht gesagt, du sollst Platz machen? Bist du zu blöd mit deinem PKW, wa? Ja, denkst du nur, weil du jetzt blond bist und geil aussiehst, kannst du dir alles erlauben. Na Kollege, alles klar, da guckst du, hä? 33 Tonnen, was sagst du dazu, hä? 33 Tonnen, Mann. So, ich muss mich konzentrieren. Sieht aber gut aus, oder? Ja, sieht gut aus. Voll der Stau hier wegen mir. Ey, fahrt doch weiter, was steht hier alle rum, Mann? So, Frauennavigation, bitte. Oh, nein, nicht das. Mach weg. Nein!
Nein, doch, nein, doch. Oh. Und los. Wie viele Kilometer haben wir schon? Haben wir es geschafft? Noch 158. Na, wir fahren bis zur Tanke und dann machen wir jetzt mal eine Pause. Moa fährt aber. Aber du merkst das Gewicht. Du merkst, wie er zieht. Du merkst richtig, wie er zieht. Das ist geil. Kollege, guck mal hinten rauf hier. Ne? 33 Tonnen. Na, Kollege hat gerade ein Auge gemacht. Er hat sich gesagt, was? Guck dir mal den DAF an und dann mit dem DAF fährt der drei in zwei Hänger sozusagen. Dann weiß der, so ein erfahrener LKW-Fahrer, der sieht es ja. Der hat ja einen Blick dafür. Scheiße, ich muss aufpassen, weil hier hast du rechts, links die Geländer. Und wie wir wissen, Cosimos Geländer ist gefährlich. Haben wir ja in dem einen Video gemerkt. Na, 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 da, 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 da. Ich fahr 33 Tonnen. Und der LKW hat 360 PS. Na, na, da. Ja, das merkt man. Na, Kollege? Junge, Junge, wer kam auf diese wahnwitzige Idee, hier Geländer hinzumachen, sag mal? Damit die Betrunkenen alle besser aufpassen beim Fahren oder was? Kannst ja hier nicht mal an der Seite fahren, wenn du mal Pipi machen musst oder irgendwas. Das ist voll die Nötigung, dieses Geländer hier. Das ist, oh, guck mal, das ist schön, diese Plätze. Guck mal alle ein bisschen rechts, ich muss ja aufpassen. Das ist voll die Nötigung, sag ich euch. Nee, hab Wäsche aufgehangen. Alter Schwede. Mensch, Sonnenschein, du sollst schlafen. Hör mal auf mit dem Scheiß jetzt. So, das kann doch Ascenso später machen. Hier, Kollege. So ein Schweinelasttransporter würde ich auch gerne. Ich bin noch nie so ein Schweineding gefahren. Ich will auch mal so ein Schweinekuh-Dingsbumse fahren. Warte mal, ich verstehe hier Kühe? Nee, also, oh, ich dachte, ich muss hier abbiegen. Jetzt habe ich mich erschrocken. So, hier könnte man jetzt rechts ranfahren und mal Pipi machen. Da Pipi machen. Guck mal hier. Wow. Ah, ich mache jetzt lieber keine Experimente. Ich bin gerade ein bisschen nervös, wie man so schön sagt. Das ist wie beim ersten Mal, wenn du Sex machst. Da bist du auch nervös. Solange es gerade ausgeht, ist unsere Welt in Ordnung, oder? Wir müssen irgendwo abbiegen. La 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 la. Guck mal hier, PKW-Fahrer, hast gesehen? 33 Tonnen, also halt da mal schön die Füße still. Sonst komme ich, weil ich habe 33 Tonnen. Wenn ich bin jetzt eine sehr, sehr tödliche Bumsdingse auf der Straße, kannst du sagen. Guck mal hier, genießt mal ein bisschen die Felder. Ich kann im Moment nicht so genießen hier, weil ich fahre hier 33 Tonnen. Ah, hier ist eine Tanke. Dann hören wir hier erstmal auf an der Stelle. Ich habe 33 Tonnen, die bin ich noch nie gefahren. Ja, ich glaub's ja selber kaum. Komme ich da überhaupt auf die Tanke rauf? Ihr seht schon, wenn man so einen großen und langen hat, ist alles schwieriger, oder? Oh, guck mal, ein schönes Häuschen. Das hätte ich gern bei Sims. Guck mal, hier ist ein Trampolin. Na, da kommen wir mal rauf. Da kommen wir rauf und da kommen wir auch so wieder weg, oder? Na, das wird jetzt schwierig. Sag mal, du rollst immer rückwärts, Digga. Also, hupt da jemand? Ey, was seid ihr denn so gestresst? Was hupt ihr denn? Alter, ich habe gerade mal kurz ein bisschen angehalten, um mir die Tankstelle zu analysieren. Seht ihr nicht? Ich habe einen Schwerlasttransporter hier. Ich mach mal Warmlenklicht an. Ich habe Warmlenklicht. Ich bin ein Kollege. Also wenn ich den alten System ist ja so, man fährt auch von der anderen Seite rein und wieder raus. Das haben wir ja gelernt. Weil von vorne war ja irgendwie scheiße gewesen, weil man dann schlecht auf die Straße wiederkommt und so. Jetzt haben wir aber 500 Meter noch mehr LKW hinten dran. Jetzt haben wir ja einen riesengroßen Fetten sozusagen. Einen richtig dicken. Wir sind jetzt so ein richtiger Digger auf der Straße. Und wenn ich noch länger warte, ist mein Sprit alle. Ich kann ja nicht an die Tanke fahren. Doch, ich könnte den Auflieger abhängen. Ja, da fehlt mir aber noch der Skill für. Ich könnte nämlich skillmäßig den Auflieger abhängen, aber das ist eine Nummer noch zu. Das ist dann mein Meisterstück sozusagen. Den Auflieger vom Auflieger abtrennen, um dann den Auflieger wieder mit dem Auflieger an. Wie trennt man den überhaupt ab? Fällt mir mal so auf. Kann man die beide einzeln abtrennen? Das weiß ich schon. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ach du Scheiße, wie packe ich denn den dann ein? Wie soll ich denn einen Doppelauflieger reinpacken? Das habe ich noch nie gemacht. Alter Schwede, Probleme über Probleme. Ich fahre jetzt mal ein Stück. Aber hier bleibe ich jetzt.
bisschen was tun. Ich mag das nicht, dass man aufsteht und es aussieht wie Sau. Der nimmt die Wäsche später wieder. Verkehr ist da. Ja, ne? Auf einmal, weißt du, da fahre ich einmal einen Doppelauflieger und auf einmal ist ein Verkehr schlimmer als zu jeder Hochburgzeit, kannst du sagen. Oh, die haben da hinten Dauer. Ja, geht's euch noch gut da hinten? Was ist denn hier beim Verkehr, Alter? Was ist denn hier los, Alter? Jetzt leckt sogar noch. Jetzt müsste man irgendwo an der Seite ranfahren können, das wäre gut. Da kommt aber auch nichts anderes mehr, oder? Nee. Der scheiß LKW kommt auch nicht auf die Straße. Hier war da 1000 Kilometer Verkehr da. Ja, voll der Verkehr, Alter. Mein Ohr juckt. Komme ich an dem LKW links vorbei vielleicht und stelle mich da einfach so hin? Dann komme ich von der Tanke nicht mehr runter. Dann komme ich von der Tanke nicht mehr runter. Ich lasse jetzt mal die Warnblinklichtanlage noch an. Kollege? Kollege? Oder fahre ich rauf? Ich fahre da rauf. Ich muss es ja können, man muss es ja können. Es muss ja machbar sein. Ich fahre da rauf. Ich fahre da rauf. La, 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 la. Man muss es ja können. Ich muss ja in der Lage sein zu tanken eigentlich. Weil nicht haben wir einen Mängel gefunden. Blinker mal jetzt. Blinker doch mal. Lass mich mal rein. Sag mal, was ist mit dem Verkehr hier los? Seid ihr denn alle gestört oder was? Der will schon überholen. Ey, das ist leicht gestresst, die Schwänen heute, oder? Kann ich jetzt mal... Sag mal, es hält auch... Was ist denn mit euch los? Hallo, seid ihr die Fülle Amokläufer? Seid ihr alle unter Dope oder was? Nun halt mal, und vor allem welches Tempo? Hier ist hier kein 50 oder so, was ist denn los mit euch? Hallo, Polizei, mach doch mal, regel doch mal jetzt hier. Sag mal, lass mich doch mal rein, hallo. Oh, jetzt mache ich aber mal Licht. So. Hallo, lass mich mal jetzt hier rein. Guck mal hier. Sag mal! Ah, da. Guck. Alter, bist du. Was ist denn los mit dir? Sag mal, hast du zu viel gevögelt oder was? Was ist hier los, Alter Schwede? Was ist denn hier los? Kannst du mal den Blinker ausmachen? Backe, hoffentlich war das. Das war bestimmt eine Fail-Entscheidung. Ja. Hey, wir kommen bestimmt nie wieder auf die Straße. Ich will hier tanken. Oder? Danke ich jetzt. Ich habe nur noch eine Wahl. Fahren die alle schon wieder? Nein. Wenn ich jetzt hier reinfahre, links und tanke, dann habe ich später Probleme, wieder rum rauszukommen wahrscheinlich. Weil da ist nämlich ein Graben. Wenn ich da reinfahre, bin ich am Arsch. So, wenn ich jetzt hier in die Spur fahre, in die rechte Spur, kann ich gut rausziehen, kann aber nicht tanken. Ne, warte mal, ich kann aber den Auflieger abhängen. Das geht. Das machen wir mal. Also fahren wir jetzt hier rein. Wow, das ist so völlig. Das kriege ich nicht hin, oder? Das wird ein Dramatico werden. Das wird ein Dramatico werden. Das wird ein Dramatico werden. Kannst du mal, du da,
kannst du mal, komm ich rum, kannst du mal ein Handzeichen geben? Ah, ich weiß, ich soll es alleine machen, stimmt? Ah ja, dann bemühe dich nicht. Danke, aber danke, danke, dass du mir nicht hilfst. Wink doch mal wenigstens. Ich spiele ja nicht. Das wird nichts. Ich komme da nicht rum. Na, wir werden sehen. Man muss es ja mal ausprobieren. Ich meine, wir sind ja schließlich, ist ja gerade eine Lernfahrt, kann man sagen. So, Vorsicht. Ups, da ist, upsala. Ah, es klappt, ich glaube, es klappt. Das war ein Böller gewesen, hä? Die denken jetzt auch, Mann, jetzt stellt die sich mit ihren scheiß LKW einfach vor unser schönes Schirmchen. Und jetzt haben wir gar keinen Sonnenschein mehr. Das ist total scheiße. Diese blöden LKW-Fahrer. Ja, nun, was soll ich da machen? Ich bin LKW-Fahrer. Das ist unser Job. Alter Schwede, das ist auch wirklich vom Feinsten hier, oder? Das ist eine Fahrkunst, die hat, die sucht ihresgleichen, kannst du sagen. Guck mal hier. Meine Fresse. Richtig geil, Omato. So, hier hängen wir mal den Auflieger ab, oder? La, 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 la. Sieht doch gut aus. Wir haben halt zwar kein Licht mehr, aber naja, ist halt ihr Problem. Nein, das war jetzt aber gemein. Ja, tut mir leid. So. Ja, so, unsere Chancen steigen wieder. So, hier kann man gut andocken wieder, oder? Ich habe da so ein Gefühl, dass ich die Kiste, den Auflieger noch ein bisschen weiter... Mach den mal noch ein bisschen weiter. So. Und jetzt den Auflieger ein bisschen weiter andersrum wieder. Nee, nee, nee. Oh Mann, na, das wird ja was werden. So, hier bleiben wir erstmal stehen. Alle Feuer tanken wir noch. Wir machen wir nächste Mal. So, Motor ist mal aus. Feststellbremse an, für den Fall der Fälle. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. So ist auch so. Na, steht ja richtig nice. Und die haben jetzt alle im die sitzen jetzt alle im Schatten. Tut mir leid. Ich fahre zum ersten Mal so ein Ding. Oh, guck mal, sieht geil aus. Mach mal ein Foto. Mit Lichtmittel. Ja, oh, guck mal, wie das leuchtet mit den Lämpchen so. Das sieht ja toll aus. Mach mal Motor nochmal. Geile Motor, Alter. Ah, das sieht geilomato aus mit den Wolken im Hintergrund. So, ja, ja. Mach mal so ein Foto. Genau so. Hat ihr die Felgen noch ein bisschen? So ist das schön. Mit den Bäumchen, so ein Hauch von Natur mit dabei. Lächeln. Guck mal, wie die Fahrzeuge sich in den Lack spiegeln. Voll geil, oder? Ja, Mann, es sind diese kleinen Details, die dieses Spiel so glücklich machen. Genau, diese vielen kleinen, geilen, feuchtfröhlichen Details. Wie zum Beispiel das Lenkrad rein noch ein bisschen. Nee, lass mal so, damit wir auf die Kappe müssen. Lächeln. Ich mag ETS einfach. Man muss dieses Spiel einfach lieben. Man muss es lieben. So, nochmal. Lieber ein Foto zu viel als eins. Als die Lämpchen vor allem, voll geil, Alter. Warte so. Machen wir mal so. Lächeln? Ja, tut mir leid, Leute. Das muss sein. Das muss einfach sein. Das verstehen nur Leute, die das auch verstehen. Das verstehen nur Leute, die es verstehen. Das ist ganz klar. So, ein Stück sind wir schon mal vorangekommen, Leute. Wie viel brauchen wir denn noch? Wo sind wir denn? Komm, wir gucken mal auf die Karte kurz. Das sind noch ein Stück. Und dann müssen wir irgendwo einpacken. Zeig mal her. Oh, oh, oh. Da müssen wir auf einen großen Hof auf jeden Fall. Das ist schon mal, weil kommt noch mal ein Kreisverkehr. Eieiei. Und da müssen wir noch mal hart hier rum. Und hier hinten wird es eklig. Eieiei. Und hier vor allen Dingen. Das ist eine Brückenauffahrt oder sowas. Bis jetzt haben wir ja noch Glück gehabt mit der Strecke. Das Schlimme, das dicke Ende kommt noch.
Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wäre schade. Aber ist auch nicht so schlimm. Dafür sind wir mal so ein fettes Teil gefahren. Aber er zieht relativ gut. Lass mich mal kurz mal unter die Optionen gucken, ob ich was zu leicht eingestellt habe. Oder ob ich es wirklich... Man kann es noch schwerer einstellen, dass zum Beispiel, dass der LKW umkippen kann. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber zumindest, dass das alles, was schwer geht. Lenkempfindlichkeit, nichtlineare Lenkung, lernfähige Automatik, Dingsbums ist ausgeschaltet. Och. Wie, lernen ist nicht lernfähig? Also wir fahren ja sowieso nicht Automatik. Force Feedback, genau, Force brauchen wir. Lenkachse, Yo Wheel. Nö, das ist das alles nicht. Ich dachte irgendwann, weil mit dem Ziehen. Bremsachse, Radiationsschwelle. Aber wie gesagt, mit dem Iveco war alles sehr schwierig gewesen mit 320. Wir haben jetzt 360. Normalerweise hätte er mir mehr Schwierigkeiten mit den 33 Tonnen machen müssen. Vielleicht habe ich aus Versehen irgendwas verstellt, was es dadurch vielleicht ein bisschen leichter vielleicht macht. Ich weiß es nicht so genau, aber ich hatte das Gefühl, dass wir schon Frachten hatten, wo es schwieriger war. Oder es lag nur an dem Iveco oder an dem LKW. Vielleicht hat er eine bessere Umsetzung vom Gasdingsbumse her oder so. Das soll ja möglichst schwierig sein, aber nicht so, dass der LKW umkippt. Das kann man ja machen, dass der LKW sogar umkippt und so. Das müssen wir jetzt aber nicht. Das hatte ich ja schon gehabt, leider. Ist ja klar, wenn der LKW umkippen kann, Cosima kriegt es natürlich auch hin, dass der LKW umkippt. Das ist einfach. Vertauscht. Na gut, lassen wir es mal so. Ich jetzt keinen Kopf, da habe ich jetzt keinen Kopf für. Okay, gehen wir es mal raus. 33 Tonnen. Getränke vor allen Dingen. Geil, Omato, ey. Da freue ich mich schon auf die nächste, auf die Weiterfahrt. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich. Cool, Omato. So. Dann für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen wir uns auf den zweiten Teil, wenn es dann weitergeht. 33 Tonnen abladen beim Bestimmungsort. Das Einparken wird auf jeden Fall eine spannende Kiste werden. Denke ich mal. Weil ich glaube nicht, dass ich werde auf jeden Fall das Schwerste nehmen. Also ich werde es mir nicht leicht machen. Ist ja logisch, dann lerne ich ja nichts. Man will ja schließlich sich weiterbilden, noch besser werden. Praktisch unbesiegbar. Also musst du ja immer die schwerste Herausforderung nehmen, oder? Logisch. Und müssen wir auch, weil wir haben ja inzwischen schon reichlich gelernt. Also müssen wir uns diese Aufgabe auch stellen. Ja, wir können uns das nicht leichter machen, weil das wäre Cheaten dann. Weil, wenn, ne, das geht nicht. Also Enter drücken sowieso nicht. Also du hast ja da, glaube ich, immer drei Möglichkeiten, die du so auswählen kannst. Wir werden auf jeden Fall das Schwierigste nehmen, das ist ganz klar. Und dann werden wir wahrscheinlich fluchen wie so ein alter Bergbauer, kannst du sagen. Okay, dann erstmal Abflug.